Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist der 4. Februar, 8:33 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor. F 13.935. Wir bleiben heute auf der linken Seite. Rechte Seite haben wir immer noch einen Hedge, den wir noch nicht aufgelöst haben. 13.900, that's the big number. Mit dem Risikoparameter seht ihr, wir können bis Trade Nummer 10 durchhalten und wir platzieren jetzt hier die Pending Order. Wir haben ein Mini-Gap, wir sind beim Daily Pivot. Aktuelle Range 31 Punkte, ist alles in Ordnung. Wenn ich jetzt Peter Wurm frage aus Dresden, dann sagt er bestimmt auch, Schiebezone oder Volatilität ist in Ordnung. Ja. Bin gespannt, was Peter dann gleich reinpostet. Also, 13.907 würden wir long gehen, 13.892 würden wir short gehen. Wir blicken einmal auf die Blue Boxen, die gestern da waren. 11er, 10er, wow, 23er, direkt im ersten, 19er. Jetzt springt er wieder, ein bisschen zurückziehen, 18er. Und das war dieser Trade, wenn wir den heute Morgen haben, werden wir den nochmal machen. 19er Box und dann werden wir damit auch den Hedge auflösen, falls wir keine Vola Boxen hier bekommen sollten ab 9 Uhr. Ja, also wir sind aber bereit und hoffentlich auch motiviert. Wir blicken mal auf die Boxen, wo kommen sie rein? 13.980, das wird so die erste Vola Box sein. 13.980. 980 ist oben und die untere ist 13.883. Also einmal hier, zeichne den mal ein. 83, bisschen tiefer hier. Machen wir mal 83, gehen wir mal hier ein. 8, 3 zu 6, 8. So, alle, die die Vola-Boxen nicht haben. So, das ist da die Range und nach oben hin wäre bei 80 circa die Vola-Box. Also mal schauen, in welche Richtung es läuft. Gut, jetzt wie immer jeden Morgen schauen wir einmal auf die Kurse und wir sind direkt bei Bitcoin angelangt. 38.203 nach wie vor ist er in dieser Range zwischen 40 und 30.000. Wir gehen weiter und haben einmal den DAX auf Daily Basis. Dort haben wir eine blaue Kerze mit einem Signalfall, alles drum und dran, nur keine Sonne. Ja, insofern ist das für uns auch kein richtiges Long Setup. Gold 1826, Öl neues High, jetzt Verlaufshoch hier bei 56,98. Technologiebörse, ja, gestern ein Stückchen wieder zurück, hier auch ein bisschen kleiner. Und wir haben S&P 500, auch hier unverändert von gestern. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück und gehen einmal auf Silber. Silber, 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 warum Silber? Das sind ja die Internet-Boys. Also auch hier 3 Tage jetzt wieder zurück, 26,95. Und gestern haben wir auf Amazon ja geguckt. Und heute wollen wir mal schauen hier. Oh, das ist aber ein. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, Christoph. Das ist ein Service hier. Mal gucken, wie der Wert hier heute. Ja. Okay. Das heißt, Vorbereitung auf den heutigen Tag. Lufthansa bei 11. Order ist platziert auf der linken Seite, 13.907 zu 3. Aufgezeichnet. So, die erste Box, wir nehmen das mal raus. Und denkt dran, schön Ruhe bewahren. Er muss reinlaufen,
Er muss reinlaufen und dann sind wir dabei. Schloss schon mal raus. Und jetzt läuft er rein. Er muss aber richtig reinlaufen. Also nicht so ein bisschen gedönst, sondern er muss richtig reinlaufen in die Box. Also 66, 67 muss er schon machen. Das war zu knapp. Das war zu knapp. Also, und wir können das Ganze auf dem linken Bildschirm mal hier betrachten. 65, er muss in die grüne Box reinlaufen und dann sind wir dabei. Also spannend. Das Ganze wird aufgezeichnet. Achtung. Stich da rein. Fokus jetzt auf die grüne Box. Kurs muss reinlaufen. Noch hat die Falle nicht zugeschnappt. Noch ein Schluck Kaffee. Wir haben jetzt Full HD, Großbildleinwand, also kann nichts schief gehen. Die Werkstatt morgen wird aufgezeichnet. Na komm, 65, der Puls steigt. Wir starten dann mit dem sechsten Trade, fünfter Trade gestoppt und dann geht es ab den sechsten Trade weiter. So, 65. So, Short. Auch wenn ich jetzt teuer dafür bezahlen muss, aber wir sind schon reingelaufen bei 66 und wir sind also jetzt Short. Und die blaue, der blaue Strich zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und 0,17. Wir sehen jetzt auf dem Kontostand, es geht in unsere Richtung, zumindest jetzt erst einmal 0,12, 0,15. Man hat bei 0,15, 0,10 auch die Möglichkeit, das haben wir gestern besprochen, auch den Hedge wieder einzulegen. Also auch wieder zu hedgen, dann hat man eine kleinere Position und so weiter und so fort. Wir lassen den laufen, wir sehen 0,17, 0,18, 0,14. Das Ganze wird aufgezeichnet, der Krimi. Ulrike fragt natürlich hier, Carlos, warum ziehst du denn nicht ein wenig nach unten? Auch das können wir machen. Sehr gewagt, aber können wir machen. Daily Pivot liegt hier dran. Auch da müssen wir sagen, wir sind an einem Level, nämlich bei 50. Wir wissen auch, dass die 50er-Marke, die Mittelmarke auch gerne nochmal berührt wird und dann wieder in die Richtung geht. Also, wir können auf Auto gehen, damit sind wir raus aus dem Trade. Mit dem Hedge Trade. Wir können auf angepasst drücken. Schauen wir mal. Çok güzel. Çok güzel.
So, das braucht man natürlich nochmal Unterstützung von Peter, der dann sagt, 5 Minuten ist Trend long. Also. Aber vielleicht hat Peter recht. Also, wenn er long ist, dann ist er long und dann sind wir long dabei. Nützt ja nichts. So, 62, 63. Amigo. Es ist 9:06 Uhr. Als Test. Neun Uhr 18, 20 nach 9. Ist, bin ich auch long, da muss er rüber. Da ist auch noch ein alter MTX-Trade. So. Jetzt mal auf 5 Minuten umschalten. Dann sieht das Ganze so aus. Und ein bisschen kleiner. So sieht das Ganze auf 5 Minuten aus. So, 85. Gestrichelte Linie ist unser Gewinnziel. Gehandelt. Da stemmt sich aber einer kräftig gegen diese Tür, wo wir durch wollen. Gestrichelte Linie, blau, da müssen wir hin. So, es ist 9:27 Uhr. Wir sind im 9. Trade und die rote Linie ist der Widerstand, der sich jetzt gerade bei uns hier in den Weg stellt. Da müssen wir rüber. Dreiundachtzig gehandelt. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend, ob der Korken platzt hier.
87 gehandelt. Ah, das ist wie beim Armdrücken hier. Wir nehmen das Schloss raus, falls es schnell geht. Kriegt der Broker gleich einen Herzinfarkt, wenn wir die Position schließen? Gestrichelte Linie 88 gehandelt. Oh, la Was war denn da bitte los, meine Damen und Herren? Hey. Oh la la. So, das Ganze haben wir aufgezeichnet. Können wir unseren Enkelkindern nochmal mitgeben auf die Reise? Oh, wow. Unglaublich. Türkisel, ha? Upsa, oh la la. Das haben wir verdient, oder? Wir schauen mal. Wir gehen mal in unsere Indikatoren rein. So, Order History. Ding dong. So, klar. Wird jetzt einer sagen, wäre noch mehr drin gewesen, aber haben wir gut gemacht, ha? So, Hedgeauflösung straight. Und wer ist schuld? Mein verdammtes Intervallfasten, weil ich um 11:30 Uhr gestern das Ding oder vorgestern nicht durchlaufen lassen habe. Aber okay, wir wurden belohnt. Ihr habt es gesehen, war eine knappe Kiste. Also der Gewinner und der Verlierer erkennt man immer, dass man rechtzeitig hätte, dass man hinten noch ein bisschen Luft hat. Ja, wir haben den Trade nach Hause gebracht, haben guten Gewinn getätigt. Konto History. Für heute, wir schauen mal rauf. 2,25%. 2,25% ist nicht so schlecht für einen Tag. Also 500 Euro und somit werde ich jetzt mir meinen Kaffee holen. Aufnahme.